was in dieser Folge passieren wird. Rückt er hier ordentlich an, der probiert es hier außen, aber hat jetzt natürlich mit innen die besseren Karten. Ich probiere ab. Und jetzt hier Bottas will in die Box, aber er geht einfach nicht vom Gas runter. Wir fahren nebeneinander und der dreht uns hier mit Nico zu kämpfen. Und das sollte aber jetzt hier reichen. Lewis und Max machen Auge und das war wirklich top. Aber damit ein herzliches Willkommen hier aus Silverstone. Wir sind hier in unserer FNs 23 mit Jungkarriere und es, ja, tut mir leid, aber wir müssen heute wieder mal alles geben, denn Valtteri Bottas versucht uns nach Silverstone auch heute wieder ordentlich zu schaden. Hier haben wir nun Silverstone 5,8 Kilometer, 18 Kurven, 3 DRS-Zonen und es sind 2 DRS-Zonen, sorry. Und ja, eine Strecke, die natürlich prestigeträchtiger nicht sein könnte. Sehr, sehr genial, ähnlich wie Monte Carlo und Monza seit Beginn an im Kalender. Aber wir starten hier mal, let's go, aus der letzten Kurve raus. Runde 9 an der Hamilton Straight geht's hier in Turn 1. Alles full bis Kurve Nummer 3. Hier muss man dann wirklich härter bremsen. Da gibt es auch ja, immer wieder ein paar Crash. Erinnert auch zwischen Hamilton und Kimi damals. Ja, hier der Exit ist wichtig, denn da gibt es jetzt das DRS. Zack, voll Spielschwung mit rausnehmen. Rechts natürlich nicht zu weit in diesen Gras-Zeug kommen. Und dann haben wir den ersten Sektor gemeistert. Die langen, Maxi, die zwei langen Kurven, einmal links, einmal rechts, die geht wirklich extrem lang, ab zur alten Boxenanlage und Start- und Zielgeraden, denn wir hatten vorher nämlich eine coole Kurve hier, das war die alte erste Kurve, Corps Corner, eine Mutkurve, wir kommen hier ein bisschen zu weit raus, hat aber, wenn man oben guckt, sogar Tausendstel gekostet, dann geht es nach Marcus Beckett und natürlich auch Chapel, die Estes, die auch in Texas von diesen Asses hier inspiriert wurden. Hier dann zur Hangar Straight und ab zu Stowe. Eine geile Kurve, voll Speed rechts, Knick. Und ja, hier brach sich mal Michael Schumacher beide Beine bis dann in die letzte Schikane rein. Auch die ist richtig flott, nur mit diesen neuen Sausage Curbs muss man aufpassen. Hier hat man ihn Gott sei Dank weggegeben, aber die Routen hier innen, die sind dann wirklich sehr, sehr schwierig. Das war eine Runde hier. Gucken wir mal an, wo wir starten werden. Wir können uns jetzt schon einmal darauf einstellen, dass einige Autos die Rechtskurven Abbey und Cobbs mit Vollgas nehmen werden. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Sergio Perez startet heute vom ersten Platz und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Verstappen, Russell, der Wissenschaftler, Sainz, Bottas, Norris, Stroll, Doohan, Ocon, Hülkenberg, Tsunoda, Oscar Piastri, De Vries, Albon, Gasly, Sargent, Magnussen, Joe und Liam Lawson. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Das ist eigentlich ein sehr guter Startplatz, P6. Wir werden eine andere Strategie probieren, denn ich sehe bei manchen die weißen Reifen drauf. Die werden dann bestimmt auf Rot gehen. Wir werden mit den gelben auch auf Rot gehen, aber weiße Reifen ist mir ehrlich gesagt zu schwierig. Auch viele hier vorne mit Gelb, Lewis sogar mit Rot. Der probiert eine komplett andere Strategie. Und wir haben uns hier auf dem vierten Platz ergabsen. Channel Collision, das gucken wir jetzt auch in Replan mit Max Verstappen. Ich würde sagen, es ist eher eine Berührung gewesen wie eine Kollision. Ja, wir werden noch ein bisschen über das gestrige Qualifying und über meine Erwartungen des heutigen Rennens in Singapur reden, denn ich kann mir echt gut vorstellen, dass es heute ein echt tolles Rennen wird. Wir wissen ja, die beiden Red Bull nicht in den Top 10, die werden unnormal aufholen müssen. Die Strecke lässt aber nicht richtig zu und ich kann mir echt gut vorstellen, dass das ein echt bombastischer Fight um den ersten Platz werden wird, denn wir haben mit beiden Ferraris, beiden Mercedes und auch mit Lando Norris drei Teams da vorne, die alle summa summarum, boah, da war ich echt schlecht beim Exit, die alle summa summarum eine richtig, richtig ähnliche Pace hatten im Qualifying und auch bei den Long Runs ist ein bisschen aufgefallen, da waren die McLaren und auch besonders die Mercedes sehr stark. Ich bin dennoch gespannt, ob die Ferrari mithalten können. Was denkt ihr? Wir müssen aber jetzt mal hier auch zu unseren Rennen zurückkommen, denn ja, Singapur ist nicht alles. Wir sind hier in Silverstone. Und die Strecke ist auch wirklich sehr schwierig. Wir sind 1,7 Sekunden weg, liegt vermutlich natürlich auch dran,
dass sich Perez so ein bisschen ziehen lässt von den beiden Jungs, die da vorne mit den roten Reifen ja fahren. Aber ja, das nützt uns halt nichts. Wir kommen nicht hinterher und wir müssen hier ein bisschen Zeit finden. Das wird schwierig. Das wird sehr, 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 sehr schwierig. Und jetzt geht's ja wieder erste Kurve durch. Und ich verliere halt wirklich in jeder Kurve hier Zeit. Im Training und auch Qualifying sah das ziemlich gut aus. Und ja, hier im Rennen geht dann halt wirklich gar nichts. Das erinnert mich verdammt so ein bisschen an unsere erste Season. Teilweise ging es bombastisch und teilweise dann wirklich grottig, obwohl ich die Schwierigkeit nicht geändert habe. Und wir auch seit Spielberg mit TSC im Mittel fahren. Also ja, das erklärt natürlich einiges, denn ich muss mich wieder eingewöhnen. Ich bin von Anfang an eigentlich immer mit TSC eingefahren. Und also am Anfang bin ich ausgefahren, gerade die also halbe erste Season. Dann wurde aber das Auto ein bisschen unhandelbar und hier gucken wir uns nochmal diese, dann reden wir weiter, diese beinahe Kollision, diese angebliche Kollision mit Max Verstappen an. Und ja, man sieht ja schon beim Exit, aber die waren halt auch weit weg. Ja, es liegt vielleicht auch dran, weil wir einfach zu dritt in der ersten Kurve waren. Und apropos, knapp, wir sind in der vierten Runde und Valtteri Bottas, der klebt uns jetzt ordentlich dran. Der wird jetzt hier an der, ist das Hänger? Nein, das ist Wellington, muss es dann sein. Rückt er hier ordentlich an, der probiert es hier außen, aber hat jetzt natürlich mit innen die besseren Karten. Ich probiere mehr Sprung mitzunehmen, aber da flutscht fast der Mercedes durch und da kann ich leider nicht mehr aktuell kontern. Ich werde mir natürlich in den SS das DS gönnen, aber ja, das war schon ein toller Move von Valtteri, also dass der sich da einfach so vorbei quetscht. Und einfach, ja, es war sehr, sehr gut. Jetzt ist auch Russell beim Exit an Chapel vorbei und vielleicht kann ich ja, wenn die beiden so ein bisschen ins Zweiten kommen. Wir sind halt hier auf diesen Geraden wirklich verdammt langsam. Das ist wirklich, Mann, wir müssen ein bisschen Zeit finden. Jetzt hier durch, die letzte Schikane durch. Wir können immerhin so ein bisschen die Pace mithalten, weil eben Russell, dass der mit dem Weißen so schnell ist, das hat mich schon in Miami gewundert. Und jetzt auch wieder. Es ist ein Wahnsinn, wie schnell George Russell mit diesem weißen Satz ist. Aber natürlich will ich da jetzt auch nichts sagen. Ich meine, auch ein Perez da vorne, der fährt da ohne irgendwas weg. Verstappen auch hinten nach. Ja, jetzt ist wahrscheinlich auch schon das Fenster da, wo die Weißen vermutlich den besten Grip haben. Und jetzt könnten wir hier wieder an der Reihe kommen. Jetzt ist unser Turn. Hinter uns ist fast eine Sekunde niemand. Und jetzt setzt sich George Russell neben Valtteri Bottas in Stowe. So, und das könnte tatsächlich gelingen. Valtteri gibt aber auch nicht richtig nach. Und jetzt, ja, hat aber, glaube ich, Russell dann doch die besseren Karten. Und der drängelt so ein bisschen sich da durch. Und Bottas, ja, hat viel Mühe, sich da überhaupt auf der richtigen Linie zu halten. Und verliert dadurch auch gleich, ja, 6 Zehntel. Und das ist natürlich toll für uns. Wir können jetzt ja immerhin Bottas aufholen. Russell, glaube ich, den hätten wir heute nicht geschlagen. Ich meine, mit dem Feedback, ja, da bin ich ganz spät auf der Bremse. Das war wirklich, ja, nicht unbedingt ganz sauber von mir. Aber, ja, vorbei ist vorbei. Da kann ich jetzt hier nichts ändern. Aber Valtteri wird sich heute noch rächen. So viel dazu sei auf jeden Fall gesagt. Bottas wird sich heute noch, ja, rächen. Ja, und jetzt ist auch Russell schon aus dem DS-Fenster draußen. Perez kann ab. Perez hat nur gelb, okay? Hier haben wir jetzt mal die ersten Replays und das war dieses Overtake. Ah, da hat schon vorhin mal, wer ist das? Das ist, glaube ich, Perez. Hat es da schon mal versucht. Das war in Runde Nummer 3 und dann war er auch vorbei. Dann konnte ich aber hier wieder rein kontern. Ähnlich wie George Russell vorhin konnten wir wieder kontern. Aber es ist natürlich, es ist Verstappen. Ja, es muss Verstappen sein. Perez, glaube ich, hatten wir von fortan eigentlich nie. Dann waren wieder McLaren hinter mir und es ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Spielberg, denn falls ihr das Video nicht gesehen habt, schaut gerne oben rechts vorbei. Aber Spielberg war ja auch ähnlich. Von dem, da steht einer, ihn hat dann abgestellt, deswegen gab es auch gelb hier. Und warum dann dennoch Bottas probiert hier mich zu überholen, ich habe keine Ahnung. Aber ja,
dann musst du dich auch direkt abdecken, weil Bottas eben wirklich sehr, sehr flink ist und sich da auch vorbeigesetzt hat. Die ersten waren in der Box und wir müssen noch ein, zwei Runden rausbleiben, denn es ist natürlich eine lange Zeit hier. Wir haben Sainz zwar in der Box und ist vor uns rausgekommen. Und ja, der ist auch auf Rot gegangen, nur ich weiß halt, dass ich keine 9 oder 10 Runden auf den roten Satz schaffe, weswegen ich dann auch ein, zwei Runden eigentlich drauflegen will. Ich möchte da dranbleiben und ich möchte vor allem, ja, dass wir vielleicht so ein bisschen die besten Reifen zum Schluss haben, versteht ihr? Wir werden jetzt dadurch natürlich ein bisschen Zeit an die Hinterleute verlieren, aber Bottas und Stroll waren beide noch nicht in der Box. Das bedeutet, dass wir mal die beiden, auf die beiden nichts verlieren werden, aber die werden jetzt natürlich auch auf der Hangar Straight probieren anzugreifen und da sollte ich mir das ES-Talk noch ein bisschen aufsparen, so ist das Wort. Und ja, letzte Kurve, Chapel hier raus, ein leichter Quersteher-Talk. Die Pace sollte eigentlich auch, guck dich das mal an, das ist so unrealistisch, wie verdammt schnell der einfach kommt und der zweite gleich nach. Das ist wirklich sehr, 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 sehr bitter. Und jetzt hier Bottas will in die Box, aber er geht einfach nicht vom Gas runter. Wir fahren nebeneinander und der dreht uns hier einfach weg. Ich weiß, ich verstehe die Welt einfach nicht mehr. Warum, Mann? Warum? Es wäre doch viel einfacher gegangen, wenn er einfach kurz vom Gas gegangen wäre oder mir so ein bisschen vor Stow oder so signalisiert hätte, dass er in die Box will. Aber das ist wirklich... Hattet ihr so ein dummes Problem schon mal? Also wirklich, so eine dumme Scheiße. Ich habe das noch nie erlebt in Formel 1. Das ist wirklich so blöd. Das ist unfassbar. Es hat uns hier natürlich, wenn ich da mal hingucke, locker 4 bis 4,5 Sekunden gekostet. Und im Endeffekt, ja, hat uns das jetzt nachher noch weiter nach hinten geschossen. Jetzt müssen wir auch in die Box gehen. Wir waren mal Erster für ein paar Runden. Doch Perez hat hier mit einer tollen Strategie sich an die Spitze davor gearbeitet, auch die besten Reifen. Und für mich ist das jetzt wie Lotto spielen. Wir wissen ja, die Box hier in Silverstone ist gefühlt, ja, 10 Minuten fahren, weil ich weiß nicht, warum man in so einer Box noch ein Tempolimit von 60 km/h macht, obwohl die eh schon so lang ist. Und ja, also natürlich, mir geht auch Valtteri nicht aus dem Kopf. Ich meine, dass der uns das so dumm wegdrehen muss, das ist wirklich... Ja, scheiße. Das war eine dumme Aktion von Bottas und das hätte man echt besser lösen können. Bottas jetzt auch an uns vorbei. Der wird sich natürlich doppelt freuen. Auch Lando vorbei und wir fliegen sogar aus den Punkten. Obwohl wir auf einem stabilen 4. Platz waren, sind wir jetzt nur noch 13. 14. sogar. Obwohl, nein, Jack Doohan, den können wir hier noch gerade so abdecken. Aber das ist natürlich wirklich die totale Katastrophe. Durch diese sowieso langsamere Strategie, wo ich mir eigentlich am Schluss die besten Reifen erhofft habe, werde jetzt so ein bisschen durchkämpfen durch die Hinterbänke und hoffen, dass man das Ganze schafft. Ja, hier kann ich nicht reinhalten, das funktioniert nicht und das haben wir wirklich nur Bottas zu verdanken, denn ich weiß nicht, was ich falsch gemacht hätte. Also das ist wirklich einfach nur beschämend, dass wir da bei einem so geilen Rennen, wo ich eigentlich geglaubt hätte, wo wir locker so Top 5 werden, dass wir dann hier so beschissen... um Punkte geraubt werden. 12. Platz, 12. Runde. Wir haben noch 6 Runden zu gehen und der Exit war anscheinend so scheiße, dass hier sogar der Piastri wieder zurückkommt. Jetzt kriegt er aber einen Wheelbang hier mit. Aber das auch zu Recht, denn in die SS hält man einfach nicht rein. Doch er hat jetzt sowieso wieder die besseren Karten, denn hier auf der Geraden gibt es ein DRS und da könnte er sich jetzt wieder dran saugen. Aber das reicht nicht. Da ist dann doch der Reifenfaktor schon ein bisschen besser. Und durch dieses, ja, Aufholen, jetzt kann ich nicht mal ES sparen managen oder so, dass ich eventuell so auf die schnellste Rennrunde gehen könnte. Das wird auch nicht funktionieren. Das ist natürlich bitter, aber solche Probleme gibt es natürlich immer wieder im Rennen. Und da will ich mir jetzt auch irgendwie keinen den schwarzen Peter zuschieben. Jetzt gucken wir das Ganze noch einmal an. Da ist mal George Russell, nein, das ist Lance Stroll, sorry, vorbeigegangen. Da geht's Rad an Rad hier in Stowe. Und ich war mit der Nase vorne und der drückt hier immer wieder rüber und dreht uns einfach komplett das Auto weg. Also ich verstehe die Welt einfach nicht mehr. Habe ich auch zu Recht eine Verwarnung bekommen. Und ich verstehe diese Welt hier einfach nicht mehr, dass der da einfach so dumm drauf hält. Und dadurch, ja, haben wir safe so 4-5 Sekunden verloren, die uns dann am Endeffekt ja richtig hier in diese Hinterbänke gebracht haben. Wir hätten locker so 8er, auch mit dieser Strategie, auf 8 oder so rauskommen können. Nico Hülkenberg, den kennen wir schon
von vorhin, der war knapp an uns dran, jetzt ist er wieder vor uns. Und ja, im Windschatten hier saugen wir uns dran, wird's reichen vor dieser Kurve? Ja doch, oh nein, wieder nicht. Ja, das ist natürlich, ich fahre ein bisschen so mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ich will unbedingt in die Punkte rein, aber Laurie wird schwierig werden. Das sind noch über 3 Sekunden und wir haben nur noch 2 Runden und den Rest von dieser hier und wir haben auch noch mit Nico zu kämpfen. Das sollte aber jetzt hier reichen. Lewis und Max machen Auge und das war wirklich top. Aber war natürlich auch ein riesenreifer Unterschied. Jetzt geht's in die SS rein und ja, ich habe noch jetzt knappe 2 Runden, um diesen Vorsprung hier von Norrie aufzuholen. Doch meine Reifen sind jetzt auch nicht mehr die frischesten. Und das könnte noch einmal ganz, ganz knapp werden. Ist es leider nicht mehr geworden. 2,5 Sekunden. Die Reifen sind, ja, ich will nicht sagen eingebrochen, aber ja, von optimal auf jeden Fall weit weg. Es ist eher ein ernüchterndes Ergebnis. Wir verlieren viele Punkte, verlieren auch die Führung in der Weltmeisterschaft oder verlieren noch mehr Boden, keine Ahnung, wie es ausgeschaut hat. Und Valtteri wird sogar noch Achter. Der kleine Scheiße. Mann, das ist wirklich Kacke. Gucken wir uns mal die Siegerehrung an, wo wir leider nicht draufstehen. Großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg gebracht hat. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Ja, tolles Ergebnis, aber nur leider nicht für uns. Perez hier, Lewis auf 2, auch Charles und Russell. Wir holen hier all in all 3 Punkte, aber ich verliere in der Weltmeisterschaft jetzt nicht allzu viel. Oh mein Gott, hatte ich den Bombenvorsprung. Ich bin Erster noch immer noch in der Weltmeisterschaft. Also das kann immer noch toll werden. Und 154 Punkte sind für die Konstrukteurs-WM hinten. Das ist natürlich nicht so gut. 3 Punkte nehmen wir mit. Bei der schnellsten Rennrunde waren wir über eine halbe Sekunde weg. Liegt aber auch am IAS und wir hatten auch nie eine freie Fahrt, also da muss ich mich schon so ein bisschen ausreden. Für heute soll es aber mal gewesen sein. Mein Tipp für das Rennen, ich weiß nicht genau, wenn ihr das wieder guckt, aber ich nehme schon Samstag, wir haben es jetzt 19.40 Uhr, also da nehme ich hier so diese Commentary auf. Also ich habe absolut keine Ahnung, wie es im Rennen ausgehen wird. Wie gesagt, ich weiß nur das Qualifying-Ergebnis und das scheint für mich also auf jeden Fall ein sehr interessantes Rennen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Ferrari das rocken werden, aber auch, dass man die Mercedes nicht unterschätzen darf. Wir wissen ja, was 2017 passiert ist zwischen Vettel, Verstappen und Kimi. Das will ich natürlich jetzt nicht vorschreien. Ich denke mal, gewinnen wir das Ganze. Sainz vor Russell und Leclerc. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und ja, schaut gerne auf Social Media vorbei, Instagram. Kommt auf jeden Fall viel online, aber vor allem auch gerne auf Witz-Tobi auf TikTok. Falls ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich gerne mehr den 13.000 Follower freuen. Und ja, wir werden auf jeden Fall gucken. Da wird es auch später auf TikTok oder auch morgen die nächsten Tage viel Diskussionsstoff geben. Denn ich bin mir sicher, in Singapur bei Marina Bay Street Circuit wird es richtig viel zu diskutieren geben. Aber auch, ja, hier in der Karriere geht es morgen und übermorgen wieder weiter auf TikTok. Bis dahin und auf YouTube und ciao.